Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen wieder mal auf Mittmann Live. Hier haben wir so einen wunderschönen Ford dastehen und in diesem Video zeige ich euch, wie man bei diesem einen Kraftstofffilter wechseln kann. Wir haben hier einen 2,2 Liter TDCi Motor. Das Fahrzeug ist aus dem Jahr, nehmen wir mal an, 2008. Ja, was für ein Baujahr haben wir den am Auto? Aber das ist hier dieses Modell. Wenn ihr das gleiche Modell habt oder auch ein S-Max, wo die gleichen Rückleuchten hat, da funktioniert es dann genau so. Und natürlich, das Fahrzeug ist ja Ford Galaxy. Und beim S-Max geht es halt genauso. 2011er haben wir hier, die Scheibe. Als erstes müssen wir die obere Abdeckung demontieren. Da befinden sich zwei Schrauben, das wurde schon nachgerüstet. Bei euch können die ein bisschen anders aussehen. Die aufschrauben, nach oben klappen und nach hinten wegziehen. Da haben wir diese zwei Nasen, eine Nase, zweite Nase und hier auch. Das heißt einfach nach oben ziehen, ziehen, zack und dann nach hinten weg. So, dann sehen wir hier den Kraftstofffilter und dann müssen wir hier mit dem Fingernagel drunter gehen und den Stecker entriegeln. Zack, dann bekommen wir den auch weg. Hier genauso, da gibt es auch Spezialwerkzeuge, man kann entweder hier reindrücken und da reindrücken und dann das Ganze rausziehen. Und ich zeige euch auch mal das Spezialwerkzeug. Hier vorne müssen wir diese zwei Muttern wegmachen, damit wir auch mit dem Kraftstofffilter danach nach oben rauskommen können. Hier haben wir auch nochmal zwei Schrauben, einmal hier und einmal hier die Schraube und dann sehen wir auch gleich weiter. Da die wunderschöne Zange. Man kann natürlich auch ohne der Zange das Ganze machen. Ist aber ein bisschen umständlich. Wieso, zeige ich euch auch gleich. Dann guck mal, ich drücke drauf. Und dann ziehe ich das nach hinten weg. Und da könnt ihr auch sehen, dass von unten auch so ein zum Reindrücken ist. Gell? Seht ihr, einmal oben und einmal unten. Viele machen sogar kaputt, wenn die das so mit dem Spezialwerkzeug nicht durchführen. Da kann ich genau das gleiche Spezialwerkzeug verwenden, aber wir müssen dann nicht die Leitung trennen, sondern müssen an der schwarzen ziehen. Zieh mal an der schwarzen Leitung. Jawohl. Und dann haben wir sie auch weg. Zack. Und genau das gleiche Spiel hier. Ihr könnt einfach mit dem Schraubenzieher draufdrücken und dann die wegtun. Wenn ich schon aber die Zange in der Hand habe, kann ich es auch mit der machen. So, da haben wir ja unsere Schräubchen oder Mütterchen von der Seite und von der nochmal zwei Stück. Seht ihr, einmal hier, einmal der. Die schrauben wir mal alle raus. Guck mal, die geht sogar von Hand raus. Ja, weil ich die schon gelöst habe. Und jetzt nehmen wir einen 6er Imbus, gehen hier drauf, lösen diese zwei Schrauben und dann können wir auch schon langsam nach oben mit dem Kraftstofffilter. Und da haben wir auch ein Auslauf vom Wasser, ne? Der hängt hier unten raus. Ihr könnt den da einfach abstecken, weil wenn ihr hier öffnet, dann lässt er das überflüssige Wasser raus. Der Filter filtert ja nicht nur Dreck und alles, sondern auch das Wasser, was sich beim Diesel oft ansammelt. Und hier haben wir unseren neuen Filter, den können wir genauso einsetzen. Ihr seht, da sind genauso Steckerchen, die man einstecken könnte. Ja, ist natürlich ein Blindstecker, weil da liegt ja auch keiner vor. Und wir müssen auf jeden Fall die Überlaufleitung auch genauso anschließen. Dann schließen wir das Ganze an in umgekehrter Reihenfolge, verschrauben das Ganze. Und dann müsst ihr auch kurz aufpassen, nicht direkt das Fahrzeug bitte starten. Weil wieso? Sonst bekommt ihr das Auto nicht entlüftet. Nachdem ihr den Kraftstofffilter gewechselt habt, nichts machen. Öffnet einmal bitte dieses Schräubchen hier aus Plastik und dann habt ihr hier unten die Ablaufleitung, die wir mit euch dran gemacht haben. Bis da der Kraftstoff austritt, dann könnt ihr es wieder runterfallen lassen und dann versucht mal ein bisschen zu gurgeln und den Motor zu starten. So muss sich der Motor anhören. Schaut mal, wenn ihr nicht mit Absicht schon davor gestartet habt, ihr kriegt den nicht mehr zum Laufen. Öffnet den nochmal, spielt ein bisschen rum, der eine soll starten. Dann bekommt ihr das Ganze auch entlüftet. Ihr müsst hier nicht die Kraftstoffleitung irgendwie lösen, weil normalerweise sind es Kraftstoffleitungen, die nur einmal nutzbar sind. Natürlich könnt ihr aufmachen und wieder schließen, aber
würde ich an sich nicht machen. Was ihr aber auch machen könnt, damit sowas gar nicht passiert, wenn der ausgebaut ist, tut hier einmal Kraftstoff rein, also Diesel, bis der von der anderen Seite rausläuft. So habt ihr dann am wenigsten Probleme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht mal einen Daumen nach oben und man sieht sich bis demnächst, euer Mittmann live. Ciao.